Sommer ziehen wir los und gehen auf Sunflower nach Freiberg. Lachende Massen sind da nicht nur einfach Beiwerk. Wir sitzen auf der Wiese und wir haben viel zu lachen. Nach 5 Minuten lässt die aus der Band es richtig krachen. Dann stehen wir auf und flippen aus und shaken unsere Booties. Die Band hat's raus, die haben's drauf, die wissen hier, was gut ist. Sommerzeit und wir chillen in Freiberg. Pünktlich zum Beginn des Sunflower Festivals setzte der jährliche Sommerwochenendregen ein. Doch diesmal waren die Veranstalter gewappnet und hatten Bühne und den Tanzbereich davor mit einem großen Zelt überdacht. Und Sunflower heißt auch nicht garantiert Sonne, sondern garantiert Spaß und Freude mit ganz viel Musik und Arbeitsgruppen zum Testen und Erproben. Ja, die Vielfalt, denke ich. Also es ist in alle Richtungen haben wir was, von Ska über Rock, die Dubstations, ist für jeden was dabei und nicht nur ein Headliner, der alles reißt, sondern viele gute Bands in verschiedenen Genres, ja. Aber egal wie das Wetter ist, die zahlreichen Helfer stört das nicht. Aus aller Welt kamen sie nach Freiberg, um an diesem erlesenen und besonderen Fest teilzunehmen und mitzuwirken, dass es ein Erfolg wird. Ja, weil das ein Festival von und für uns ist. Also die, die hier arbeiten, die sind zugleich auch die Gäste. Also viele kommen schon eher her, helfen beim Aufbau. Es ist komplett ehrenamtlich organisiert und aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein großer Beitrag dazu, dass es so friedlich ist. Also wir haben hier ja, die internationalen Gäste im Workcamp, in der Jugendbegegnung, die Bands auch, nicht nur aus der Region, sondern auch internationales Publikum haben wir. Trotz oder gerade wegen der internationalen Gäste klappt die Verständigung ausgezeichnet. Wir arbeiten zusammen immer sehr gut. Also alle sind sehr freundlich zueinander oder wie man sagt das. Jeden Abend haben wir was zu tun. Gestern hatten wir eine Spanish Party und heute gehen wir ins Bowling zusammen. Also alle sind so freundlich, ja, und wir haben was zu tun. Und so baute sich das Fest wie von Geisterhand auf. Ich schau mir das eine Weile an und geh dann zur Massage. Dabei komm ich am Rockzelt. Doch das Sunflower Festival ist anders. Es ist das einzige Fest in Freiberg, das wirklich international ist und das jeder besuchen kann. Es wird von Nationen aus aller Welt aufgebaut. Die ganze Welt lebt eine Vision. Gemeinsam verbringen die Jugendlichen 3 Wochen im Workcamp. Ich denke, die Workshops, die machen das Festival was zum was Besonderen, weil dieses aktive Mitmachen und nicht nur da sein, konsumieren und zuschauen, sondern wirklich aktiv sich an bestimmten Sachen ausprobieren, ich glaube, das ist eine besondere Qualität. Ich schwärme mich auch für Foto-Rec-Cam, something like that. Und ich wollte hier neue Menschen kennenlernen, näher dieser Kultur und Traditionen kennenlernen. Also jetzt gefällt es mir hier sehr gut. Das Workcamp kümmert sich nicht nur um den reibungslosen Ablauf des Festes, sondern vereint den europäischen Gedanken eines friedvollen Zusammenlebens in einer Art Mikrokosmos. Davon verspreche ich mir einfach einen super tollen Austausch, interkulturell, ein bisschen mehr über die Kulturen lernen, ein bisschen neue Leute kennenlernen. Und das ist natürlich super in dem Rahmen vom Sunflower Festival, so ein kleines, gemütliches Festival, richtig schön selbst dekorierte Zäune und Festivalbühnen etc. Also es wird bunt, gemixt, klein und gemütlich. Ich denke, das ist das
Beste, was man so auf einem Festival von einem Festival verlangen kann. Ne? Mehr als 50 Bands aus der ganzen Welt verzauberten mit Musik für Beine und Ohren. Aber auch Kunstvolles wurde geboten. Hier haben wir ein Projekt, ein Austauschprojekt. Dieses Projekt heißt Trash Rush. Und das hat zu tun mit einem Austauschprojekt mit Leuten aus Italien, Griechenland, Bulgarien und Türkei. Und diese Tage, die Leute bauen Instrumente von Schrott und dann sie lernen, wie diese Instrumente spielen können. Und danach wir haben ein Konzert im Sunflower Festival. Das Sunflower Festival wird vom Jugend- und Kulturprojekt aus Dresden veranstaltet. Doch das wird jedes Jahr schwieriger. Zum einen ist es jährlich ein finanzieller Kraftakt, zum anderen gibt es wenig Unterstützung der Stadt Freiberg. Zwar möchte Freiberg eine Kulturstadt sein, doch das Sunflower Festival gehört nur bedingt dazu. Es wird geduldet, aber nicht unbedingt gefördert. Auch der Verein Wir sind Freiberg, der zeigen möchte, wie international und weltoffen Freiberg ist, sieht keine Verknüpfung des Sunflower Festivals mit der Wir sind Freiberg-Initiative. Der Bezug zum Thema wird als zu gering eingeschätzt. Ganz nach der Maxime, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande, ist Freiberg zurückhaltend beim Umgang mit dem Festival. Und so bewältigt das Sunflower-Team jährlich die Herausforderungen und schafft ein friedliches Jugend- und Familienfest. Nach fast 20 Jahren genießt das Festival einen exzellenten Ruf in Deutschland und Europa. Oh ja, natürlich, wenn alles klappt, also wenn es mir gelingen wird, also komme ich um jeden Preis hierher wieder. Na klar, würde ich auf jeden Fall wiederkommen. Also vor allen Dingen würde ich auch gerne mit organisieren und das macht einfach super viel Spaß, mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten, weil die richtig locker drauf sind und richtig freundlich sind und man lernt jeden Tag ein bisschen was mehr kennen von den Leuten, von der Arbeit, von dem Festival, wie das Ganze ausschauen wird. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Trotz der Euphorie und des Enthusiasmus der Organisatoren und Helfer wird es jedes Jahr schwieriger, das Fest ohne große Unterstützung zu organisieren. Und so wissen die Regenwolken noch nicht, ob es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird. Es könnte sein, dass 2011 zum letzten Mal die Fahne des Sunflower Festivals auf der Reichen Zeche wehte. Doch noch bleiben über 300 Tage, um diese Frage zu beantworten. Die Sonne scheint.